Also erstmal einen wunderschönen guten Tag an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Landschaftstrialogs. Ich finde das ein wunderbares Format, wo eben versucht wird, alle Beteiligten im psychiatrischen Geschehen tatsächlich an einen Tisch zu bringen, zu Wort kommen zu lassen und in den Austausch zu bringen. In heutigen Zeiten, in besonderen Zeiten natürlich auch auf besondere Art und Weise. Aber gerade das mag es vielleicht sogar erleichtern, dass man im Trialog sich auseinandersetzen kann, diskutieren kann und vor allen Dingen um bessere Lösungen ringen kann. Und ich finde es sehr besonders, den Trialog als Prinzip auch wirklich Raum zu verschaffen. Das ist ja eine alte Forderung, die wir aus dem Bereich der Menschen mit Behinderung auf der einen Seite, aber auch vor allen Dingen aus dem psychiatrischen Bereich kennen, wo es gerade darum geht, die verschiedenen Sichtweisen kennenzulernen und fruchtbar in einen Austausch zu bringen. Das genau ist, glaube ich, der richtige Weg und eine der Voraussetzungen dafür, dass wir von Empowerment sprechen können, also der gezielten Stärkung gerade derjenigen, die Betroffene sind, die eben dann in eigener Sache sich einbringen können, auf gleicher Augenhöhe mit denjenigen, die professionell beitragen und auch mit Angehörigen. Also von daher finde ich ein wunderbares Format und finde es wirklich sehr ermunternd, dass das in dieser Weise belebt wird. Grundsätzlich, ich bin ja jetzt 10 Jahre oder das 11. Jahr im Bundestag gesundheitspolitische Sprecherin und in der ganzen Zeit auch immer mit den Fragen rund um psychische Gesundheit, Versorgung, Versorgungsdefizite beschäftigt. Und da muss ich sagen, haben wir lange Zeit immer nur Abwehrkämpfe geführt. Da ging es um das psychiatrische Entgeltsystem, was auch in ein pauschaliertes überführt worden ist, auch mit der Gefahr, dass da die gleichen Mängel, die wir im DRG-System im somatischen Bereich haben, sich da genauso wiederfinden. Da waren wir viel mit beschäftigt. All die großen Fragen, die eigentlich eine Rolle spielen sollten. Wie kriege ich eigentlich eine gute Versorgung, ambulant, stationär, aber auch Berufsgruppen und trägerübergreifend hin, vor allen Dingen vor Ort gut koordiniert. Das ist kaum voranzubringen. Da bin ich die ganzen Jahre dran. Wir haben dort ja jetzt auch ein Dialogverfahren. Auch da ganz, ganz schwierig, tatsächlich partizipativ das auf den Weg zu bringen, das BMG immer sehr restriktiv, sehr kontrollierend auch, damit bloß keine Ergebnisse dann rauskommen, die über die eigenen Zuständigkeiten hinausgehen. Und genau so kann man die Probleme im Bereich der Versorgung von Menschen und Unterstützung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung einfach nicht angehen. Und ja, da sind wir immer noch dabei, Druck zu machen. Und mir ist es sehr dran gelegen, dass wir insbesondere die Perspektive der Betroffenen nicht nur als betroffene Patientin am Ende als Objekt von Gestaltung sehen, sondern dass Patientinnen und Patienten wirklich offensiv einbezogen sind und wir da aus deren Perspektive einfach die Kompetenz mit einbeziehen, wie kann eigentlich ein System besser werden, damit es dann am Ende den Patientinnen und Patienten und den Menschen insgesamt in einer Krise beispielsweise hilft und nützt. Grundsätzlich haben wir sehr beklagt bei der parlamentarischen Debatte um das Bundesteilhabegesetz, dass erstens die Perspektive der Betroffenen im Grunde anders als der erste Auftaktprozess dann am Ende im Gesetz doch der sehr, sehr stark ins Hintertreffen geraten ist. Da haben ja viele zu Recht wirklich massiv auch gegen protestiert. Und am Ende muss man ja auch sagen, ist es deshalb auch ein so schlechtes Gesetz geworden. Und gerade für den Bereich der Menschen mit einer psychischen Erkrankung
müssen wir ganz klar sagen, dass das Zusammenspiel der Ministerien in keinster Weise ausgeprägt war. Das ist ein altes, sehr großes Defizit, was wir sowieso schon immer beklagen, aber auch jetzt wieder sehr, sehr stark zum Tragen gekommen ist. Besser ist es in dem Bereich, wo wir über zum Beispiel assistiertes Arbeiten reden. Da ist die Perspektive derjenigen mit einer psychischen Erkrankung sehr viel systematischer zum Beispiel aufgenommen worden als bei der Berücksichtigung bei allen anderen Diskussionen um Nachteilsausgleiche, bei der Ausgestaltung, im Zugang zu Eingliederungshilfe und so weiter. Und das machte sich ja nicht zuletzt auch an den Kriterien darüber, wer überhaupt Zugang zu Eingliederungsleistungen haben soll, sehr, sehr deutlich. Wir brauchen verschiedene Formate dafür, um die Beteiligung verstärken zu können und verbessern zu können. Wir brauchen auf der einen Seite in allen Gremien, die wir auf Bundesebene haben, starke Patientenverbände und Rechte dieser Verbände, um bei Entscheidungen auch wirklich mitwirken zu können. Wir brauchen aber auch Entwicklungsprozesse. Und da würde ich gerade für den Bereich der psychiatrischen Versorgung mir immer noch vorstellen, dass wir so etwas wie einen Aufbruch für eine patientengerechte und patientenbeteiligte Versorgung hinbekommen, wo wir eben nicht nur Experten hören, sondern wo eben auch die Verbände der Patientinnen und Patienten mit einbezogen sind und wir dann verschiedenste Aspekte von Versorgungsgestaltung vor Ort da dann durchgestalten können und Vorschläge für eine Verbesserung machen können. Das wäre so das eine, aber das Ganze muss natürlich unterlegt sein auf Landesebene, weil viele dieser Ausgestaltungsfragen sind ja auch Länderrecht und kommunaler Ebene. Daran arbeiten wir Grünen sehr massiv. Wir legen demnächst ein Konzept für die Versorgung in Gesundheitsregionen vor, weil wir wollen, dass nicht zentral in Berlin entschieden wird, wie die Versorgung konkret in einem Berliner Stadtteil oder aber bei mir in Münster aussieht, sondern dass vor Ort in Gesundheitskonferenzen entschieden wird, wie soll eigentlich Versorgung aussehen und wir mehr Kompetenzen in diese Region geben. Und da ist das Gestaltungsfeld gerade, was muss eigentlich im Bereich der Unterstützung und gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung eigentlich passieren und besser abgestimmt werden. Das soll genau da passieren. Und das ist die große Chance auch, die verschiedenen Sozialgesetzbücher zusammenzubringen, die Leistungen aus der Jugendhilfe, aus Familienhilfe, aus Sozialhilfe, Eingliederungshilfe und SGB V so zu gestalten, dass sie vor Ort zusammenwirken und nicht jeweils der Einzelne die Lücken zwischen den Gesetzen ausbaden muss. Also ich finde es ausgesprochen ermutigend und wichtig, dass es diese Trialogprozesse gibt. Und ich würde mir wünschen, dass es sie überall gibt, weil damit kommen wir dahin, dass wir Partizipation nicht nur so als Schlagwort haben, sondern als gelebte grunddemokratische Praxis. Und genau das würde ich mir sehr wünschen.